Hallöchen, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren CSGO Overwatch. Ich habe schon wieder einen leckeren Fall für euch und Info zum letzten Cheater, der mit dem Knife. Oh, ich glaube, da wird bei mir auch hinauf. Mann! Drauf hinauf. So, und zwar hat es beim letzten noch keinen Bann gegeben. Er hatte da gefragt, hey, hast du das im Auge? Guckst du da, ob der gebannt wird und so weiter und so fort? Leider gab es noch keinen Bann. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es überhaupt einen geben wird, denn der Fall war nicht so ganz glasklar. Und wenn man überlegt oder bedenkt vielmehr, dass mehrere Leute den Fall sehen, also mehrere Overwatcher den Fall sehen und dann dasselbe drücken müssen. Ich mache hier mal ganz kurz Päuschen. Ja, also wenn man daran denkt, dass man da übereinstimmen muss, dann sehe ich da leider Schwierigkeiten, dass der so schnell einen Bann bekommt. Also der wird erstmal keinen bekommen, weil ich glaube, es sind immer 7 Overwatcher. Meine Wenigkeit und 6 andere müssen dasselbe drücken, also zum Beispiel wie in unserem Fall letztes Mal Vision Assist, damit derjenige gebannt wird. Und selbst in den Kommentaren waren ein paar dabei, die gesagt haben, ich bin mir nicht so sicher, ich hätte ihm gar nichts gedrückt, weil ich mir zu unsicher war. Manch anderer sagt, naja, Vision Assist, aber ne, also es braucht nur einen, der davon abweicht und schon hat man den Salat. Sudele. Jetzt zu dem Fall hier. Ah ja, du alter Kackvogel, da stand eben ein Feind hinter der Mauer. Er hat ziemlich dicke Sachen am Start. Eine Asimov, die Deagle, das Knife hat man vielleicht noch nicht gesehen. Ich habe übrigens auch eben nur eine einzige Runde geschaut. Also nicht die, sondern die nächste. Weil der Fall im Hintergrund schon anlief und ich habe noch auf dem Desktop was gemacht. Meistens rechne ich halt mit Kackfällen, deswegen lasse ich die schon mal laden, joink dann rein, bin auf dem Desktop, beantworte ein paar Kommentare, gehe wieder rein und gucke halt dann, wie der Hase läuft und war freudig erregt, denn er hat ein Knife am Start. Und diese Trigger-Disziplin habe ich gesehen, die AWP Asimov, die ist mir gar nicht aufgefallen, beziehungsweise die konnte man da vorhin in dem Moment, als ich reingeschaut habe, nicht sehen. Aber noch kurz, um das Gesagte abzuschließen. Ich denke leider nicht, dass dieser Knilch einen Bann bekommt, der letzte. Auch wenn er ihn fett verdient hat und er hier auch, holy shit, Vision und Aim Assist. Hardcore, wie er gerade eben reingejallert hat. Und guckt euch mal das Knife an. Ich meine, es ist jetzt kein insanes Ding, aber schon ein Bowie Knife Brightwater, da kann man sich nicht beschweren. Also, ich meine, jeder Euro, den du wegschmeißt, weil dein Account möglicherweise gebannt wird, ist natürlich ein schlechter Euro. Jetzt ist hier halt die Sache, dass ich hier, finde ich, jetzt viel, viel einfacher sagen kann, wow, okay, da ist Vision Assist am Start. Ja, wobei, naja, doch, nee, man konnte das direkt sehen, dass da Vision Assist am Start war. Alleine schon der Shot durch die Mauer hier und dann auch noch dieses krasse Drangeaime auf dem eben auf Seite, der in der Smoke stand. Also man, es hat kurz einen Leck gegeben und dann hat man gemerkt, der ist komplett an ihm geklebt. Also das ist halt, Aim Assist noch mit dazu. Ich denke, auch hier, dieses extrem krasse Draufsein, also hier wird niemand, hoffe ich doch, sagen, oh nee, das ist ein Smurf. Beim letzten hätte man tatsächlich, ich gebe es zu, hätte man vielleicht auch sagen können, okay, ist ein Smurf. Mir haben auf jeden Fall die Evidenzien gereicht. Für mich war das ganz klar ein Vision Assist, aber ich kann schon nachvollziehen, warum manch anderer sagt, bei mir hat es eben nicht gereicht. Ich finde, es war dann doch nur Luck plus Skill, weil das ein Smurfer war, der auf einer Low Elo halt, also logischerweise halt rumgejuckelt hat. Ja, aber hier jetzt zum Beispiel ist, wie ich finde, alles absolut klar. Also Vision Assist auf jeden Fall. Gut, diese eine Aim Assist Sache da auf B, da könnte man jetzt auch wieder drüber streiten und sagen, die Demo hat kurz geleckt, dann war halt kurz auf ihm draufgeklebt, hat vielleicht der Vision Assist gereicht. Ist halt wichtig, das zu spezifizieren, denn wenn ich später dann nur Vision Assist drücke und jemand anderes Vision Assist und Aim, dann kann es auch zu Problemen kommen. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn alle Vision Assist drücken und noch ein paar andere Sachen jeweils jeder mal woanders hin, ob er dann zu 100% den Vision Assist bekommt, also den Wackbann. Ich denke schon, aber je zutreffender man ist, also je eher sich die gleichen, also was die anderen angegeben haben, desto höher ist dann eben auch dieser Overwatch-Score, dieser ominöse, von dem man ab und an was mitbekommt, von diesen XP, wenn es heißt, ah, du hast wieder einiges richtig gemacht, hier kriegst du ein bisschen Overwatch-XP, was übrigens absolut weak ist. Also, das finde ich, das haben wir letztens im Stream auch kurz angesprochen, finde ich sehr, sehr schwach. Wenn Overwatcher irgendwie, es müsste natürlich geguckt werden, dass es nicht abused wird. Klar, weil solche Kacke wird immer abused. Aber stellt euch vor, man würde als Overwatcher für jedes 10. Overwatch zum Beispiel einen Schlüssel bekommen. Also einen Schlüssel, um eine Case der eigenen Wahl zu öffnen, beziehungsweise meinetwegen, was automatisiert ist, es wird erkannt, welche Cases man bei sich im Inventar hat und man bekommt halt einen Schlüssel. Sowas wäre richtig nice, wenn man etwas mehr bekommen würde, weil dann würden sich, denke ich, auch mehr Leute noch beteiligen. So, also hier würde ich schon fast behaupten, sind wir eigentlich ja, so gut wie durch. Also ich weiß nicht, ob man jetzt hier noch großartig, ich wollte mal kurz ins Scoreboard gucken, deswegen ziehe ich das Ding wieder runter. Ja, also es ist jetzt nicht ultimativ auffällig, aber schon. Hatchet ist ja auch gut am Reinbröseln. Wir gucken mal noch die City-Side an, ob man da irgendwas spürt. Ist schon auffällig auf jeden Fall, dass hier Vision und Aim am Start ist. So,
den einen weggejuckelt, den zweiten weggejuckelt, den dritten, es ist eine wahre Pracht. Also, dass er den nicht gesehen hat, angeblich, am Arsch. Eine USPS Monster Mashup, hat er die eben schon in der Hand gehabt? Bin ein bisschen blind. Also, er hat wirklich dicke Skins am Start. Ich werde auf jeden Fall eine Sache machen. Wenn wir den Fall hier gleich beendet haben, drücke ich ihm noch nichts, weil ich muss hier nochmal kurz löschen und dann wieder neu laden, damit ich an die Daten vom Fall rankomme, dass ich mir den kompletten Fall runterladen kann, um auch seinen Steam-Account zu haben. Für alle, die da auch wahrscheinlich wieder fragen werden, wie man das macht. Ich habe vor mittlerweile 2 Jahren, glaube ich, beigebracht bekommen, wie man sich die komplette Demo runterladen kann. Die richtige Demo mit dem klaren Namen oder halt den normalen Namen. Und habe dazu gesagt bekommen, ich soll es aber bitte nicht weiter verraten, weil wenn das zu oft gemacht wird, wenn das zu viele machen, kann es sein, dass Valve diese Möglichkeit fixt. Es ist ganz einfach. Ich kann an der Stelle sagen, es ist ganz, ganz einfach. Und ich habe euch allein jetzt schon genug Tipps, denke ich, gegeben, um da nachsuchen zu können. Es ist wirklich nicht schwer. Ich lösche jetzt die Demo hier und wenn ich dann wieder auf Fall herunterladen drücke, dann wird derselbe Fall wieder heruntergeladen und über den kleinen Umweg kann ich dann extern mir die gesamte Demo runterladen. Wahnsinn, du Kackvogel, Alter. Das ist wirklich, also das ist ein Frechdachs. Ich spule jetzt hier durch. Achso, noch ganz kurz. Das sah eben so aus. Ich sehe da eh gleich den Account. Wir gucken gleich in den Account rein. Ich meine, der hat ein anderes Knife am Start. Ich muss mich nur so beeilen. Es ist 16.15 Uhr und um 18 Uhr ist wieder Livestream und bis dahin muss alles fertig sein. Das Video geschnitten, also editiert, geschnitten, hochgeladen, Thumbnail, Titeltext und so weiter und so fort. Bisschen unter Zeitdruck heute. Komm, jetzt halt nochmal kurz. Ich sehe dann eh gleich den Account. Dann werde ich jetzt, wie gesagt, hier kurz nichts drücken. Weil ich brauche den Fall. Ich muss mir den Fall neu runterladen. Ellie, go. So, jetzt lade ich mir die Demo neu runter. Und da habe ich sie schon. Ihr seid jetzt so ein bisschen dabei. Ich habe mir jetzt im Hintergrund auch gleichzeitig die richtige Demo noch runtergeladen. Und wie gesagt, alleine mit dem, was ich jetzt hier gerade mache und euch einfach nur sage und was ihr euch dann hoffentlich denken könnt, was ich wohl gerade nebenbei mache, alleine dadurch kann man herausfinden, wie man wohl an die komplette Demo rankommt. So, und jetzt kommt der haarige Teil. Jetzt muss ich den Kerl raussuchen. Der war am Anfang bei T. Das ist er. Jetzt lege ich mir den noch geschwind ab, weil da möchte ich auf jeden Fall nachschauen, ob der gebannt wird. Ach ja, und bevor wir in sein Inventar reinschauen, müssen wir den Fall jetzt noch kurz bewerten. Bevor wir das vergessen, der soll er gebannt werden. So, also. Aim Assist, jawohl. Vision Assist, jawohl. Other habe ich nichts gesehen. Griefing habe ich nichts gesehen. Und weg mit dem Keck. Und jetzt schauen wir noch ins Inventar von ihm rein. Und zwar sieht das wie folgt aus. Hier ist dieses Bowie Knife Brightwater. Hier ist die Asimov. Hier ist seine Trigger-Disziplin. Und hier ein Stück weiter hinten habe ich auch seine grüne Pistol gesehen. Und ja, er hat noch einiges Leckeres am Start. Also hier die Monster Call. Gut, die ist nicht viel wert, aber die sieht cool aus, wie ich finde. Eine AWP Neon Wine FN. Das ist schon wirklich ein ziemlich dickes Gerät. Eine AWP Stat-Track AWP Chromatic Aberration, die ist natürlich auch das ein oder andere wert, die AK auch, die M4 auch, die Asimov 4 kann ein bisschen was. Also er hat da doch einiges liegen, das doch von Wert ist, ne? Und natürlich ultra coole Sticker, wow. Schudele, aufgrund des Zeitmangels, gleich ist der Livestream, werde ich jetzt kein neues Giveaway starten und auch kein altes auflösen, das mache ich dann beim nächsten Video. Vielen, vielen Dank für die Kommentare, schön, dass ihr immer mit am Start seid, auch wenn mal kein Giveaway da ist, seid ihr am Kommentieren, vielen Dank dafür. Wir sehen uns dann heute Abend oder jetzt gleich im Livestream ab 18 Uhr oder im nächsten Video, das hoffentlich in 2 Tagen wieder erscheint. Haut rein, vielen Dank für alles, lasst es krachen, later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen, dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram.